Wenig ist so spannend wie die Weltraumforschung. Schon immer hat der Himmel die Menschen fasziniert. Ihn zu bereisen war immer ein Traum der Menschheit. Jules Verne schrieb die Bücher Von der Erde zum Mond 1865 und 1870 folgte die Reise zum Mond. 100 Jahre später war man auf dem Mond gewesen. Am 21. Juli 1969 betrat als erster Mensch Neil Armstrong den Mond. Den berühmten kleinen Schritt für einen Menschen machten nach ihm noch 11 andere, bevor das Interesse an der bemannten Raumfahrt nachließ. Die Amerikaner hatten das Space Race gewonnen und andere Dinge traten in den Vordergrund, die Erde zum Beispiel. Seit man von außen auf den blauen Planeten geblickt hatte, war man auf seine Schönheit und Verletzlichkeit aufmerksam geworden. Das war ein Teil des großen Schrittes für die Menschheit. Wenn dir unsere Videos gefallen, unterstütz uns gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere Simply Space und sei gespannt auf die Videos, die in Zukunft auf dich warten werden. Die Geschichte der bemannten Raumfahrt. Der erste Mensch im All war 1961 der Russe Juri Gagarin. 1963 flog die erste Frau ins All, eine Russin namens Valentina Wladimirovna Tereshkova. Es war eine Zeit der schnellen technischen Entwicklung und der flüchtigen Rekorde. 1969 war der Amerikaner Neil Armstrong der erste Mensch auf dem Mond. Obwohl die Öffentlichkeit in den 70ern des letzten Jahrhunderts das Interesse verlor und die NASA genauso wie ihr russisches Gegenstück zunehmend unter Geldmangel litt, ging die bemannte Raumfahrt zunächst weiter. Leben und Forschen im All. Dieser zunächst russische Slogan führte zu den ersten Weltraumstationen namens Salyut, bis 1986 die Ära der russischen Weltraumstation Mir begann. Parallel taten sich Amerikaner und Europäer zusammen und schufen das Space Lab, bis 1998 Amerikaner und Russen mit 13 weiteren Staaten zusammen die erste internationale Raumstation ins Leben riefen, die ISS, auf der seither Menschen leben und arbeiten. Bis 2024 wird die ISS auf jeden Fall betrieben. Bis 2028 wäre der Betrieb technisch vorstellbar. Astronauten leben gefährlich. Wladimir Komarow verunglückte 1967 tödlich, als die Russen den Wettlauf zum Mond noch zu gewinnen hofften und eine unausgereifte Rakete losschickten. Die ersten amerikanischen Todesopfer der Raumfahrt entstanden hier unten auf der Erdoberfläche. Gus Grissom sollte der erste Mensch auf dem Mond werden und wurde einer von dreien, die in der Apollo 1-Rakete verbrannten, ohne die Erde verlassen zu haben. Auch aus diesem Grund empfand man die bemannte Raumfahrt in den Weiten des Alls zunehmend als zu gefährlich, bevor man mehr wusste. Die Geschichte der unbemannten Raumfahrt. Und so begann die unbemannte Raumfahrt. Eine Vielzahl von Sonden haben Amerikaner, Russen, Europäer und Chinesen schon ins All geschickt. Spektakuläre Bilder bezauberten die Menschen immer aufs Neue. Mit Kameras, Radar und Experimenten vor Ort erfuhren wir immer mehr über den Weltraum, in dem wir leben, die Planeten unseres Sonnensystems und ihre Trabanten. Warum überhaupt noch bemannte Raumfahrt? Angesichts der Vielzahl von Erkenntnissen durch die unbemannte Raumfahrt stellt sich natürlich die Frage, warum soll man überhaupt Menschen ins All schicken? Das All ist lebensfeindlich. Ein Riss im Anzug bedeutet den Tod. Es gibt dort weder Sauerstoff noch Wasser, noch eine Möglichkeit, Nahrungsmittel zu erzeugen. Was also soll man da? Es gibt gleich mehrere Antworten auf diese Frage. Eine sehr wichtige ist sicher, dass es ein großes Erlebnis wäre, das All zu erkunden. Früher zog man unter unendlichen Mühen zum Süd- oder Nordpol, bereiste die Meere und fand neue Kontinente. Auch diese Menschen lockte das Abenteuer. Heute ist die Erdoberfläche erforscht und wer nicht Bungee-Springen vom Hochhaus machen möchte, würde vielleicht gerne in den Weltraum fliegen. Eine andere Überlegung ist, dass es eben doch schwierig ist, alles indirekt zu beurteilen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Mars. Was man 2015 noch für Marsflüsse hielt, interpretierte man 2017 als Staublawinen. Vielleicht muss man die Dinge eben doch mit eigenen Augen sehen. Wenn bemannte Raumfahrt, wohin? Wenn man also wieder in den Weltraum fliegen möchte, stellt sich die Frage nach dem Ziel. Man könnte zum Mond zurückkehren, man könnte die Augen auf den Mars richten,
Man könnte aber auch die Monde anderer Planeten ansteuern oder Asteroiden. Asteroiden, was ist das? Asteroiden sind kleine Planeten, die sich auf Keplerschen Umlaufbahnen bewegen. Sie sind immer unregelmäßig geformt, weil sie eine zu geringe Masse haben und haben in der Regel einige hundert Kilometer Durchmesser. Es gibt fast 1 Million Asteroiden im Sonnensystem. Vesta, ein Asteroid unter vielen. Vesta ist ein solcher Asteroid. Mit einem Durchmesser von 525 Kilometern ist er der zeitgrößte Asteroid nach Ceres. 1807 entdeckte ein Deutscher diesen Asteroiden und gab ihm den Namen Vesta, nach der jungfräulichen römischen Gottheit des Herdfeuers, wahrscheinlich weil Vesta so hell strahlte. Man findet Vesta im sogenannten Asteroidengürtel. Das ist ein Teil unseres Sonnensystems, in dem es besonders viele Asteroiden gibt. Das Raumschiff Dawn der NASA umrundete den Kleinplaneten in der Zeit vom 16. Juli 2011 bis in den September des Jahres 2012. Bei seiner Entdeckung galt Vesta noch als Planet. Es war der 4. Kleinplanet, der entdeckt wurde. Im Zusammenhang mit Vesta fielen auch Ceres und Pallas auf. Das sind 2 ähnlich große Asteroiden. Vesta und seine Größe. Beobachtungen im Weltraum unterliegen großen Schwankungen. So wurde auch um die Größe des kleinen Planetoiden heftig gestritten. 1825 hatte man zwischen 383 Kilometern und 444 Kilometern Durchmesser errechnet. 1879 einigte man sich auf 517 plus minus 17 Kilometer und war damit nahe an der auch heute gültigen Größe. 1989 wurde mit Spektralfotometrie eine Größe zwischen 498 und 548 Kilometer ermittelt. 1991 führten indirekte Messungen über die Beobachtung eines anderen Sternes, nämlich SAO 93228, zu einer Größe von 550 Kilometer mal 463 Kilometer. Dabei hat Vesta nicht die Form einer Kugel, sondern entspricht einem länglichen Ei. Vesta und seine Masse. Vesta ist der erste Asteroid, dessen Masse man bestimmen konnte. 1966 stellte Hans G. Hertz fest, dass Vesta 1,2 mal 10 hoch 10 Sonnenmassen hat, eine schwer vorstellbare Zahl. Sterne werden in Solarmassen gewogen. Das war schon sehr nahe an der Zahl, die Dawn auf seiner über ein Jahr dauernden Rundreise ermittelte. 1,3029 mal 10 hoch 10 Sonnenmassen. Vesta-Tag und Vesta-Jahr. Vesta umkreist die Sonne zwischen Mars und Jupiter. Ein Vesta-Jahr, das heißt eine vollständige, etwas unregelmäßige Umlaufbahn um die Sonne, entspricht 3,6 Erdenjahren. Ein Tag auf Vesta ist recht kurz, mit 5,342 Stunden. Genau wie die Erde hat Vesta eine etwas gekippte Achse mit einem Winkel zwischen der Achse, um die sich Vesta dreht, und der Achse seiner Umlaufbahn von 29 Grad. Was weiß man über die Dichte von Vesta? Die Dichte von Vesta ist höher als die der meisten Asteroiden und auch höher als die des Mondes. Das macht den Asteroiden für einen Besuch attraktiv. Auf einem Gasplaneten wie zum Beispiel Jupiter könnte man ja nicht landen. Die Oberfläche von Vesta entspricht einer Fläche von etwa 800.000 Quadratkilometern. Auf der Oberfläche herrscht eine Temperatur zwischen minus 20 Grad Celsius bei Sonneneinstrahlung und minus 190 Grad Celsius bei Abwesenheit der Sonneneinstrahlung. Im Durchschnitt liegt die Tagestemperatur bei minus 60 Grad Celsius. Nachts sinken die Durchschnittstemperaturen auf minus 13 Grad Celsius. Auf diesem heimeligen Ort gibt es ähnlich wie auf dem Mond große Krater. Der größte Krater ist etwa 31 Kilometer tief. Im Zentrum des Kraters findet sich ein 23 Kilometer hoher Berg. Man vermutet, dass Vesta einen Kern aus Eisen und Nickel hat, der 214 bis 226 Kilometer im Durchmesser ist. Darüber findet sich Steinmaterial mit einer Kruste an der Oberfläche. Man nennt dieses Oberflächenmaterial aus losen Steinen, die auf solidem Steinuntergrund liegen, Regolith. Der Regolith auf Vesta erinnert zwar an den auf dem Mond, ist aber wetterbedingt anders zusammengesetzt. Der Wunsch, auf einem anderen Himmelskörper zu landen, treibt die Menschheit noch immer um. Wohin also bei der nächsten Reise? Auf den Mars oder auf einen Asteroiden? Leider sind die Probleme bei Vesta und Mars so ziemlich dieselben. Die NASA denkt zwar über einen persönlichen Besuch auf einem Asteroiden nach, aber sie würde sich einen aussuchen, der näher liegt. Vesta und Mars sind ähnlich weit weg.
Was den Asteroiden überdies unattraktiv macht, ist der ständige Beschuss aus dem Weltall, denn Vesta scheint keine Atmosphäre zu haben, wie der Mond. Man vermutet, dass Vesta im Laufe der Jahrmillionen an Größe verloren hat und die abgesprengten Teile ebenfalls im Asteroidengürtel kreisen. Interessant ist an Vesta vor allem seine Vergangenheit, die uns Auskunft über die Vergangenheit unseres Sonnensystems geben kann. Aber was meint ihr? Wohin würdet ihr lieber fliegen? Und welche Probleme muss man noch lösen, bevor man zu Mars oder Vesta oder zu irgendeinem anderen Asteroiden aufbricht? Man wird Technologie brauchen, die Wasser und Sauerstoff erzeugt. Auch Nahrung muss in großen Mengen entweder mitgenommen oder hergestellt werden. Wenn man dort ist, wird es auf die Schwerkraft des Asteroiden oder Planeten ankommen, wie gut man sich dort bewegen kann. Es wird sicher kein Spaziergang. Pionier im All zu sein, das wird sicher noch härter als Pionier in Amerika oder Australien oder der erste Mensch am Süd-, Nordpol oder auf den höchsten Bergen der Welt.